Sonne und Strand auf Sardinien, eine ultra heiße Frau, ein mega süßes Kind und Millionen auf dem Konto. Wer braucht da schon Stress auf Schalke? Kevin Prince Boateng genießt einfach mal so richtig sein Leben und zeigt das auch allen bei Instagram. Und sagt sich wahrscheinlich einfach jeden Tag YOLO Baby. Und damit geht's los in the Box. Ich bin Laura Bongiorno. Wenn dich dein Arbeitgeber loswerden will, vertragsgebunden das aber nicht kann, was machst du dann die letzten Tage, bevor du dich in der nächsten Saison wieder gelangweilt auf die Bank setzt? Richtig, chillaxen. Und das macht momentan keiner besser als Kevin Prince Boateng. Fast jeden Tag gibt's Urlaubsnews via Instagram, entweder von ihm selbst oder von seiner unfassbar heißen Verlobten Melissa. Also mit dem Background würde ich mir an seiner Stelle, glaube ich, auch überhaupt keine schlechte Laune machen lassen und einfach mal das Leben genießen. Und außerdem steht ja schon der nächste Interessent an ihm vor der Tür. Irgend so ein Wüstenverein aus Saudi-Arabien will Boateng angeblich haben und so rein Lifestyle-mäßig würde das da ja ganz gut passen, ne? Ach, und das entsprechende Outfit wird ganz offensichtlich auch nicht das Problem sein. Was macht man als Mami eines 11-jährigen Sohnes, wenn der unbedingt schon einen eigenen Instagram-Account haben will? Kate Hudson geht da so vor. Sie vertröstet Ryder um noch ein paar Jahre, nimmt aber lustige Videos mit ihm auf und postet sie dann wenigstens auf ihrem Account. Ist für Ryder vielleicht nur halb so cool, wie einen eigenen Account zu haben. Aber dafür hat er immerhin mit Abstand die coolste Mom, was bei Kate Hudson noch nicht mal was mit dem Hollywood-Status zu tun hat. Die ist einfach mega lässig und dreht übrigens gerade zum ersten Mal mit ihrem Stiefvater Kurt Russell. Hier sind die beiden gerade auf dem Weg zum Drehort von Deepwater Horizon, um mit Regisseur Peter Berg und Mark Wahlberg das Unglück auf der gleichnamigen Ölplattform von 2010 zu verfilmen. Also ich würde doch da an Ryders Stelle genauso weitermachen, bis halt der eigene Account kommt. Ich meine, cooler geht's doch kaum. Der kleine Alessio ist gerade mal ein paar Wochen alt und schafft es schon jetzt fast täglich auf die Facebook-Seite von Mama Sarah Engels. Die Fans sind auch ganz begeistert von jedem Pick, obwohl man, was ich sehr gut finde, eigentlich immer nur ein Füßchen oder ein kleines Patschehändchen von dem Baby erkennen kann. Den absoluten Durchbruch an Likes und vor allem Views schaffte jetzt aber das aktuelle Video von Sarah und Pietro. Über 5 Millionen Mal wurde das schon angesehen. Halleluja. 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 Habt ihr auch manchmal so ein Gefühl von Gänsehaut, wo ihr gar nicht so genau sagen könnt, bin ich jetzt eigentlich wirklich gerührt oder schäme ich mich eigentlich nur? Ich kenne meine Antwort, aber ich lasse die hier mal offen. Bis Donnerstag zur nächsten Bildbox. Tschüss!